Hallo Leute und willkommen zurück zu Return to Mysterious Island. Es geht weiter auf unserer einsamen Überlebensinsel. Warum heißt es eigentlich Return? Waren wir auf dieser Insel schon mal? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir eine Menge Zeug in unserem Inventar haben, wo ich keine Ahnung habe, was wir eigentlich damit machen können. Zum Beispiel haben wir hier einen Tannenzapfen, Stein, Metall, Dings, Bums, Krams und sogar ein zweites Fach, was ich nicht kapiert habe. Wir haben noch ein Fach, das heißt, wir können alles, was wir noch über haben, natürlich noch da rein tun. Das ist natürlich gut zu wissen. Ja, das sollte man auch wissen. Trotzdem ist und bleibt natürlich die Frage, was machen wir mit unserem ganzen Gedöns? Denn wir haben hier immer noch Sachen, die wir nicht zu Ende kombiniert haben. War ich nicht dabei, einen Bogen mir zu basteln? Genau, den Bogen habe ich schon. Fehlten noch die Pfeile. Wie macht man das, wenn ich jetzt was Neues machen will? So, was Neues? Ah ja, unsere Zitrone und das Geld, das ist super. Ich habe keine Ahnung. Dinge miteinander kommen. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal ganz genau um. Ich habe mir vorgenommen, mich nochmal ganz genau umzuschauen, was man hier vielleicht noch übersehen haben könnte. Weil, na, zum Beispiel gerade hier so am Anfang, da läuft man ja schnell weiter. Und dann übersieht man auch vieles, aber hier scheint tatsächlich nichts mehr zu sein. Man kann natürlich auch nochmal runtergehen. Aber warum sollten wir? Ist hier vielleicht was hier auf der Erde oder so, zwischen den Büschen und Blättern und so. Hier oben vielleicht, der Ast da vorne. Gut, dann gehen wir da mal hin. Hier zum Beispiel die Beeren. Und unser... Um da hoch? Genau, dann unser Ast hier. Vielleicht muss man das ja auch zum Einsturz bringen, aber das glaube ich nicht. Dann hätten wir hier die Bären und eine Ratte. Können wir nicht einfach hier unser Messer nehmen und die abschnibbeln? Und das hier? Aha! Oh, was habe ich jetzt bekommen? Moment. Müssen wir mal an unser zweites Fach gehen? Mit dem anderen Messer geht's also. Narkotische Pflanze. Wie jetzt? Also die narkotisiert? Kann ich das einsetzen hier in irgendwas? Kann ich damit zum Beispiel die Schlange einschläfern? Aber bestimmt muss ich mir da noch ein bisschen mehr zusammenbasteln, ne? Nehmen wir mal das erste Fach. Machen wir mal wieder sinnlos. Einfach alles ausprobieren. Jawoll! Was Stachelschwein und Pipapo ergibt. Was bitte? Was habe ich jetzt bekommen? Präparierter Köder. Jawoll. Genau so sieht's aus. Wie jetzt? Warum? Warum? Schon wieder dieses Erdbeben. Sagt ihr dazu was? Hallo? Gehen wir da mal hin. Wo ist die Schlange? Da ist die Schlange. Ja, wir ignorieren das einfach mal. Hier. Nimm den Köder. Wo packe ich den jetzt hin? Den narkotisierten Superköder für die... Ist doch bestimmt für die Schlange, ist doch nicht für die Affen, oder? Die Affen müssen wir nämlich auch noch loswerden. Hä? Was mache ich denn jetzt damit? Kann ich das hier irgendwie ran tun? Kann ich das hier irgendwo hinlegen? Ach, muss ich erstmal den Busch hier noch bearbeiten? Kann das sein? Ich muss ihn... Nee. Ich muss das Tier wegbekommen, ohne es dabei zu töten. Ja. Warte, pass auf, dafür haben wir doch... nimmst du das und... packst es dahin. Warum geht denn das jetzt nicht? Was soll ich dann machen? Soll ich den hier von der Decke baumeln lassen, oder? Jetzt habe ich den Köder und was mache ich jetzt mit dem? Ist der irgendwie noch nicht fertig oder so? Kann ich den noch irgendwie zerschnibbeln, bearbeiten, zerkleinern, zerhäckseln, in eine Handtasche stopfen und servieren? Nicht? Was wollt ihr denn dann?
Hier ist der Köder. Och, Manu. Kleine Schlangi. Willst du nicht mal kosten? Ist der noch nicht fertig? Ich verstehe das nicht. Ah, da muss ich doch irgendwas mit dem Busch hier machen können. Nee. Und geht nicht, denn wenn ich an die Blätter gehe, dann kommt die Schlange. Kapiere ich nicht. Ja, was kann man denn machen? Vielleicht das irgendwie noch tarnen? Aber wie denn? Oh, das Spiel. Diese schweflige Wasser kocht. Was damit erhitzen, ne? Hier deine Geschichten hier. Können wir das noch kochen? Braten, schön gebratenes, narkotisiertes Stachelschwein. Ein Gedicht. Mal angeln hier. Kannst du die Schlange anschießen? Nee. Menu. Da müssen wir, irgendwas müssen wir doch bauen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich hier meinen Köder und weiß nicht, was ich damit machen soll. Eigentlich müsste man das doch der Schlange direkt geben können. Vielleicht. Präparierter Köder. Tja, also damit lässt sich auch nichts machen. Können wir irgendwas anderes miteinander kombinieren? Kannst du das einfach essen? Und das zerschneiden? Wir haben ja unser Messer. Wir können ja nochmal hier loslegen und alles häckseln, was man zerhäckseln kann. Das wollte ich eigentlich nicht. Oder doch? Will ich das? Das habe ich jetzt bekommen. Was zum Feuer machen? Feuerstein und Metall. Ja, jetzt kann ich Feuer machen. Feuer. Feuer machen, aber das Problem ist, jetzt ist ja mein Messer weg. Das war voll wichtig. Das ist ja auch nicht so toll jetzt. Nee, das hätte ich mal lieber gelassen. Hier so ein Tannenzapfen. Menno, mein Messer ist jetzt weg. Das ist voll doof. Mach die Schlange platt. Ich muss das Tier weg. Ja, ich bin ja dabei, aber wie? Mit so einem Giftpfeil hättest du ja auch so ein Blasrohr basteln können. Wenn wir schon hier unsere Narkosegeschichten haben, aber nö. Oh, Menno. Was mache ich jetzt? Oh, ist das doof. Ja, super. Ja, dann scheiß auf die Schlange. Wir machen dann mal weiter hier mit unserer brennenden Orange. Können wir hier irgendwas noch waschen? Oder was anderes mit dem heißen Wasser machen? Ich weiß es doch auch nicht. Ach ja, genau, das hatte ich ja vor. Ich wollte nochmal zu diesen Ziegelstein-Dingern. Und weiß gar nicht mehr, wo die sind. Der Kadaver ist egal. Den lassen wir da einfach so vor sich hin liegen. Dann lasse ich den da liegen. Geht klar. So. Weiß nicht mehr, wo das war. War das... Oh, die Affen. Die Affenbande. Um da hoch... Ja, da müsste man ein dicker, fetter Affe sein. Nee, geht alles nicht. Genau, da war das. Hier war diese komische Felswand. Kannst du da die Ziegelsteine ran basteln? Weil da die Stufen fehlen, dachte ich so. Nicht? Kannst du da lianmäßig irgendwie da was bauen, damit wir da hoch können? Was kannst du überhaupt, Jane? Oder wie auch immer du nochmal heißt. Tarzan und Jane. Boah, das ist doch alles hier... Voll kompliziert. Kaputt. Ja, kaputt, ne? Oh. Mann. Kaputt. Aber irgendwas lässt sich damit ja anscheinend machen. Vielleicht haben wir ja irgendwas und ich habe es nur noch nicht ausprobiert. Irgendwelche Stöcker, irgendwas.
Weiß ich nicht. Sie könnte ja auch mal einen Tipp geben, aber nein. Tut sie natürlich nicht. Wir haben ja unser Feuerdingstein. Jawohl, irgendwas können wir machen. Was kann ich machen? Montierfeld, um Gegenstände zu montieren. Und dann haben wir das jetzt mit dem Zunderschwamm. Was kommt dazu? Irgendwas soll dazu kommen. Ich habe schon wieder irgendeine Kombi gefunden. Ja. Glück muss man haben. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Pack das einfach dazu und dann tada, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Das ist so das Problem. Wenn ich selber eine Idee habe und es einfach mal probieren kann, ist schön. Aber so... Diese Ranken könnte ich noch brauchen. Ja, dann schneid sie doch oben ab. Irgendwie. Ohne unser Werkzeug, was wir ja nicht mehr haben. Wir haben kein Messer mehr. Das ist doch voll scheiße. Mann, wieso war ich so doof? Aber wenn sich sowas kombinieren lässt, dann heißt das doch trotzdem, dass man irgendwie weiterkommt. Das wäre doch Unsinn, wenn man solche Sachen kombinieren könnte und dann nicht weiterkäme. Oder? Oder bleibt man dann einfach stecken und hat Pech? Das wäre natürlich blöd. So, da geht's weiter. Hier ist anscheinend nichts mehr. Tja, machen wir dann mal. Mal ins Wasser gehen. Bisschen baden. Wenn es das so gefallen hat, sie baden zu sehen. Ach ja, hier. Ich brauche einen Behälter. Der Behälter. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Ich brauche... Ja, einen Behälter und so. Bin dabei. Hier die. Guck. Ich brauche... Kokosnüsse. Hör doch mal auf zu meckern. Ich... Mach doch schon. Hier, das sieht ich brauche super aus. Nicht? Aus den anderen Sachen könnte da ein Behälter draus werden. Zitronen und Münzen und hier sowas. Keine Ahnung, was es werden soll. Scheiße. Boah, ich will jetzt wissen, was das mit der Schlange und dem Köder soll. Warum das nicht geht. Was da jetzt noch fehlt. Das würde ich echt gern wissen. Bin kurz davor, eigentlich nachzugucken, aber irgendwie will ich's auch selber schaffen. Das ist immer so scheiße. Ich habe ja keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Oh, hier ist noch was. Ich kann nichts machen, weil ich habe kein Werkzeug mehr. Oder wie? Scheiße, wenn ich jetzt ein Messer hätte, ne? Könnte ich das bestimmt abnehmen. Oh nee, jetzt hätte ich hier was abnehmen können und habe kein Messer mehr, oder was? Ah. Und nu? Ja, keine Ahnung, was man hier machen kann. Hier, da ist irgend so ein Laub, was man sich nehmen kann. Ich brauche einen Behälter. Einen Behälter haben wir auch immer noch nicht. Ich brauche... Schlecht aus hier. Ich guck mal nach, was es mit dem Köder auf sich hat. Ich will das jetzt wissen. Bis gleich. So, weiter geht's. Hier im Spiel. Ich habe jetzt mal nachgeguckt und... Das war auch wichtig, weil, ja, ich gehe jetzt erstmal zurück zur Schlange. Schlange, nee, da, so, ja, ja, ist gut da hinten, alles gut. Alles wird gut. Ich bin ja schon weg. Hier ist die Schlange und das macht man gar nicht mal mit dem, Köder. Zum Beispiel haben wir jetzt unsere Angel und alles, was man sich gebaut hat, kann man wieder demontieren. Genauso wie ich mein Messerding wieder habe. Mein Feuerstein und so Kram halt wie das hier. Hier mein Messer. Mein selbstgebasteltes. Das habe ich einfach wieder demontiert. Und das kann man hier auch. So zack, zack, zack. Und dann hat man halt alles von der Angel, was wir uns mühselig zusammengebaut haben, haben wir jetzt wieder. Und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel auch diese Astgabel. Und mit der Astgabel kann man dann wohl die Schlange einfangen. Ah, es ist so einfach. Wenn man es denn weiß. Wenn man es denn weiß. Ne? So, jetzt haben wir auch unser Messer wieder. Und dann lege ich einfach mal so los, wie ich das immer mache. Was haben wir bekommen? Eine Heilpflanze? Echt jetzt? Moment, die packen wir mal hier rein. Heilpflanze. Das ist ja so... Ich glaube, sie verletzt sich bestimmt noch oder so. Oder jemand anderes. Oder weiß ich doch nicht.
dem wir bestimmt helfen müssen, uns selber oder sonst wie. Ja, kleine Schlange. Ja, alles wird gut. So, ich muss mich jetzt mal hier um anderes kümmern. Zum Beispiel haben wir hier, glaube ich, auch noch diese Spinne. Kann ich da einfach ran? Mit meinem Messer? Ich mache mit meinem Messer mache ich alles. Ja, ich sag ja, mit meinem Messer ist alles super. Klasse. Und wie fange ich das jetzt auf? Ach, das wusste ich jetzt nicht. Das war jetzt nur, weil das einzige Gefäß ist, was wir haben. Pack das mal da rein. Was haben wir jetzt bekommen? Gummi. Aha, Gummi. Ja, okay. Gut. Gummi. Ach so, das zweite, was ich geguckt habe, weil ich mir auch da dachte, so, oh, jetzt möchte ich wissen, wie schafft man es, Pfeile zu machen für den Bogen. Denn ich habe ja auch alles schon ausprobiert gehabt, um Pfeile mir für den Bogen zu bauen. Das macht man nicht mit dem Bogen. Also zumindest vertreibt man die Affen nicht mit einem Bogen. Der Bogen ist für irgendwas anderes noch vielleicht gut. Wir basteln uns eine Steinschleuder. Ja, wie ich das mache, weiß ich aber noch nicht. Vielleicht ja aber mit dem Gummi. Das könnte ja vielleicht sein. Kann ich das Gummi hier reintun? Und habe ich das schon ausprobiert? Ja, anscheinend. Was haben wir hier? Kokosfasern. Die mit dem Gummi? Ich weiß nur Steinschleuder. Aber das ist ja schon mal ein Tipp. Ne? Das habe ich ja jetzt bekommen. Die Schlange, die können wir wieder befreien. Alles klar. Dann habe ich meine Astgabel wieder. Und da wir unser Messer haben, dann kann ich mir erst auch noch die anderen Sachen hier abschnibbeln. Da war ja noch irgendwas, was ich einsammeln wollte, aber ich weiß nicht mehr, was da war. Irgendwas war da noch. Ich weiß nicht. Was denn? Ah, nee, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Nee, das ist ja Quatsch. Ich laufe immer zurück, weil hier alles gleich aussieht. Voll blöd. Hier oben gehe ich jetzt mal. Nee, dann gehe ich wieder zurück, ne? Bin ich wieder zurück? Nee, ich bin sogar mal anders gelaufen. Das ist ja schön. Ja. Zum Wasser. War das beim Wasser? Nee, ich glaube, das war hier eher. Ach, gruselig, dieses Ding hier, was da hängt. Naja. Wenn ihr meint. Da kann ich hin. Och, Affen. Ja, ist gut. Wenn ich da. Ich muss diese. Ja, alles klar. War das hier? Hier, dieses Ding. Kann ich das noch abnehmen? Es muss etwas Besseres geben. Was Besseres? Es muss etwas Besseres. Weil du da nicht rankommst? Es muss etwas Besseres geben. Und wenn ich das hier. Messer mit Stiel, kann ich das nicht auch nochmal verbinden mit irgendwas? Also, dass ich das einfach mal länger mache mit irgendeinem so 1000 Stöckern, die wir hier haben. Geht das nicht? Nicht? Nö. Toll. Das Messer mit Stiel nimmt sie ja übrigens nie. Warum? Keine Ahnung. Hier, den hättest du ja auch noch. Das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich noch so ein Ding. Nee, das will ich gleich wieder auseinanderbasteln. Ist total doof. Das brauchen wir nicht. So ein blödes Messer mit Stiel haben wir schon und sie will das gar nicht haben. Braucht keine Sau hier. Messer mit Stiel. Oh. Ich habe mir die Schleuder gebastelt. Einfach mal so, während ich wütend die Dinge ins Inventar gepackt habe. So. Steinschleuder. Jetzt geht's aber los hier an die Affen. Jetzt komm ich. Wo seid ihr? Ja. Da, guck mal hier. Guck mal, ich baller euch an. Ich kann die abballern. Das ist, wie geil ist das denn? Ja, guck. Ja, das kann ich auch. Na, der nächste? Hm? Ich treffe die irgendwie gar nicht, kann das sein? So, ich gehe da lang. Ich muss diese Affen. Ja, wann sind die denn? Na, der nächste. Komm. Menno. Komm schon.
Affen. Hier, Affen. Arsch. Affen. Oh Mann, oh, wie lange denn noch? Treff doch mal. Man muss voll genau zielen. Damit das hier was wird. Und die kommen voll schnell wieder. Na komm. Ich warte einfach, bis der hier in der Mitte wiederkommt. Da ist er doch. Das ist voll blöd. Wann gehen die denn endlich mal weg, die Affen? Was muss ich denn noch tun? Damit wahrscheinlich alle gleichzeitig so, ne? So dass keiner mehr wiederkommt. Das muss einfach schneller werden. Voll schnell hier. So, komm hier, Affenbande, Affenbande. Ich bin schon da, ich bin schon da. Na komm. Jetzt kommen sie bestimmt alle wieder. Ey, das nervt. Ich krieg das gar nicht hin. Das ist nervig. Kannst du das mal wieder nehmen? Muss ich das da wieder reintun? Warum nimmt sie die Schleuder jetzt nicht? Weil ich sie... Hä? Ob Rechtsklick oder Linksklick? Irgendwie funktioniert es nicht mehr. Wenn ich da... Ich muss die... Ja, dann mach die Affen noch weiter platt damit. War doch super hier. Mach sie fertig. Jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nicht irgendwie zu hoch. Oh, jetzt geht's endlich mal hier ein Erdbeben. Komm, das vertreibt die Affen bestimmt. Oder auch nicht. Warum hat das die jetzt nicht vertrieben? Sind die daran schon gewöhnt? Scheiße, echt. Wie genau muss ich denn... Warum geht das jetzt eigentlich nicht mal? So, jetzt hat er wieder getroffen. Bin immer so ein bisschen zu weit. Immer direkt auf die Affen drauf. Affen.
So, jetzt wird's langsam mal was hier. Sonst geht der Balken so hoch. Dann kommen die nächsten. Oh, das geht so schnell. Ganz ehrlich, gibt mir echt Mühe hier mit dem blöden Affen. Ich find's mega schwer. Ich hab ja auch nie so Moorhuhn oder was weiß ich nicht, was früher gespielt. Der Balken muss einfach mal mehr runtergehen. Der wird aber so schnell wieder grün. Das ist unglaublich. Na komm. Man muss echt genau treffen. Boah, ist das schwer. Hallo? Wie lange noch? Jetzt bin ich zu weit oben, glaube ich. Wusste ich's doch. Ja, endlich. Oh mein Gott, ey. Mann, war das jetzt so der halbe Verschwinden. Der Weg ist jetzt frei. Diese blöden Affen, war das jetzt schwierig, ey. Man musste ganz genau treffen. Schon wieder ein Affe? Nee, nichts mit Affen mehr. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das war jetzt echt nicht einfach. Holzscheite. Oh, ich kann Feuer machen. Wir wissen ja mittlerweile auch wie. Mit dem Feuerholz und so. Was haben wir hier? Ah, oh, das ist ein kleiner Affe. Ein Affe? Er sieht immerhin nicht aggressiv aus. Eher verletzt. Der Arme. Du bist ja verletzt? Wer hat dir das angetan? Die anderen Affen? Ich kann dich nicht einfach hier liegen lassen. Ich kümmere mich um dich. Jetzt brauchst du noch einen Namen. Jig? Jack? Jupp? Jepp, passt. Ich werde gut auf dich aufpassen, Jepp. Jetzt brauchen wir aber erstmal einen sauberen Verband für deine Wunde. Jepp, was ist denn das für ein Name? Hallo, Jepp. Wir haben doch hier unser Heilpflanzenzeug, wenn sie ihn jetzt schon retten will. Können wir ihm das einfach geben? Mit einem selbstgebastelten Verband. Nee, das hätte ich jetzt gedacht, dass das geht. Können wir das, einen Mörser sozusagen packen und das irgendwie zerkleinern. Ich werde dich töten, Affe. Nein, wir sollen ihn heilen. Wir haben doch unser Verband. Ja. Oh, ist das süß. Sie hilft dem kleinen Affen. Hallo, Jepp. So, das hat er schon mal bekommen. Und das kann man ihm nicht einfach so geben. Habe ich mir fast gedacht. Können wir ihn narkotisieren? Nein. Was mache ich denn jetzt mit diesem Affe? Hallo, gerade eben haben die uns noch voll geärgert und jetzt will sie ihm helfen. Na gut. Ja, dann, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann ich schon was machen, vielleicht auch nicht. Ich schaue mich aber auf jeden Fall mal hier weiter um. Was haben wir hier noch? Ziegelsteinform. Oh, was haben wir denn hier? Und was kann ich hier machen? Kann das hier irgendwie drehen? Aha. Vielleicht kann man hier auch Feuer machen. Ist das auch eine gute Feuerstelle? Ich weiß es nicht. Die Musik ist sehr schön. Was ist das? Das ist ein Blasebalg. Hergestellt aus Seehundfell und zwei Holzteilen. Er funktioniert aber nicht, weil im Fell ein Loch ist. Mhm. Das ist ein guter Platz, um Feuer zu machen. Ja, dann machen wir das mal. So Holzscheite haben wir ja schon. Warum gehen die nicht? Warum kannst du die da nicht hinpacken?
Dann mach doch da Feuer, wenn das ein super Platz ist. Ach, was ist denn jetzt wieder dein Problem? Vielleicht was anderes, aber Holzscheite sind doch genau richtig dafür. Tja, Wir können auf jeden Fall das und das zusammenpacken und dann haben wir unser Feuerzeug. Ja, ist doch schon mal gut. Das ist keine schlechte Idee. Ja, aber es fehlt noch. Ich weiß. Pass auf. Genau, das hatte ich vor, genau. Und dann packen wir jetzt das Zeug dazu. Tada, Feuer. Tada. Endlich habe ich auch mal selber was geschafft. Nee. Feuer. Von mir gemacht. So. Das ist ein Blasebalg. Hergestellt aus Seehundfell und zwei Holzteilen. Im Fell ist ein Loch. Was können wir denn da mal machen? Kann man das irgendwie bedecken mit Stoff? Können wir das bearbeiten? Nähen? Also das einfach irgendwie zusammennähen? Vielleicht können wir das ja auch mal hier... Warte, das können wir mal erstmal rausnehmen. Das können wir auseinander basteln. So. Können wir das mit dem Gummi irgendwie... Weiß nicht, man kann ja hier alles Mögliche wieder auseinandernehmen. Irgendwie müssen wir das Loch stopfen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal Feuer, was richtig gut ist. Jetzt müssen wir noch den Blasebalg irgendwie reparieren. Und wir können da vorne jetzt hingehen. Zu der schicken Windmühle hier. Da sind ja schon wieder Affen. Da oben. Da, so ein gemeiner, fieser Affe. Eine Holzgabel, eine neue. Super. Kupfermünzen. In die Kiste ist etwas eingraviert. Sieht aus wie ein Gedicht. Beim See entdeckt nach manchen Mühen rotes Metall am Rande grün. Weißes Metall zu vielem Gut, am salzigen Wasser vergraben ruht. Zwischen dem Wald so grün, so rein und dem Boden im riesigen Stein. Oh, was das bedeutet, das sehen wir im nächsten Part von Return to Mysterious Island. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es Trauben nicht so einfach war mit den Affen. Hat eine Weile gedauert und Metallgabel. Und ich sammle hier alles Mögliche ein und mal gucken, was wir damit machen können. Bis dann, tschüss.